Das ist ja langsam. Also, im Prinzip ist es bloß das Thema, was aufgegriffen wird. Sehr viel langsamer. Na egal. Esper kämpft an der Seite, bis die Beschwörungsleiste aufgebraucht ist. Sie kämpft selbstständig, also hast du die Möglichkeit, Austausch. Aha. Esper-Fähigkeiten, okay. Wir gucken mal. Ja! Komm, Küken. Küken, mach was. Und wen kämpft selbstständig? Greif mal an, das ist gleich wieder vorbei, das Ding. Esper-Fähigkeiten. Feuer, Eis, Blitz ist bestimmt gut gegen die. Genau. Gleich nochmal, würde ich sagen. Hier, ihr habt noch einen. Er lebt noch. Oh, ach so, dachte, er wäre tot. Der Feind ist geschwächt. Es ist aus. Oh. Er ist alle? Er ist alle. Oh, jetzt kommt der A. Wenn abgelaufen, dann Spezial-Superangriff am Ende. Und noch ein Punkt für unser Team. Guti, guti. Umzingeln! Oh, wie viel sind denn das? Kokobo kommt zurück. Wer seid ihr? Und was wollt ihr? Geld. Was kommt jetzt? Ach, der schon wieder. Ist das gut oder schlecht für mich? Sein Motorrad ist wieder heile. Ohne mich schon köstlich zu amüsieren, mein Freund. Ja. Ich hatte dir doch versprochen, dass wir es beim nächsten Mal alleine austragen. Vor allem, wenn er ein Soldier ist, gezündet. Müsste er auch das normale Schwert im Cloud eigentlich erkennen können, oder? Im roten Bereich. In freudiger Erwartung unseres Kampfes! Aber ich schätze, Angeal war eine bekannte Wie? Nummer. Aber verstanden. Und Zack Komm, sowieso. Aber. Auf die Schnauze, würde ich sagen. Seit Jahren kämpfe ich nun schon nur auf meinem Motorrad. Aber ich kann dir versichern. Selbst zu Fuß kenne ich kein Tempolimit. Toll. Endlich. Du und ich oh. Im fairen Spiel. Da hab ich krass geheilt. Wie nett von ihm. Ah, nix ist. Volle Konzentration. Genau. Schwertsturm. Das sollte reichen. Und nochmal. Los. Weil es kann. Jetzt bin ich Aua. Geblockt, Edge. Oh, geil. Schwertangriff. Mehr davon. Lass es mich hören. Okay, die hatten keinen Sattel-Maso-Komplex. Was? Das ist ziemlich cool, dieses Duellartige gerade zwischen zwei Soldiers mit Schwertern. Fühlt sich wie eine andere Art Kampf an als die Bringen anderen bisher. Bringen wir die Tachonadel zum Zittern, mein Freund. Jetzt kommt den Blinzel. Aua. Auch die das echt schnell, gebe ich zu. Ich suche schnell Rendezvous. Ich bin bereit. Und das hier. Zack, zack, zack. Aua. Was los, Marzipan? Spitz wohl. Haha, geblockt. Mehr davon. Nimm das. Mehr davon. Aua. Lotsche, du. Was ist der für ein Quatsch? Mit Marzipan. Aua. Aua. Ich blinzel doch nie. Kann ich gar nicht. Warte mal ganz kurz. Vita, Vitra. Sie haben es ja, richtig? Okay, ist ja in Ordnung. Komischer Typ, du. Und Schwertsturm. Ich blinzel niemals. Das
Jetzt auf die Fresse, er ist geschockt, jetzt ist er tot. Aber mein Limit geht auch nicht hoch, ne? Ist krass. Dauert er ewig. Ins Schwert gefallen. Jetzt genug. Cloud scheint nicht ganz außer Puste zu sein. Aber wenn man sich amüsiert, vergeht die Zeit wie im Flug. Aber das war sicher nicht unser letzter heißer Ritt. Komischer Kerl, dass du überhaupt keinen Verdacht und nichts schöpft, immer noch nicht. Muss nicht die anderen auch jetzt eingeschüchtert sein dürfen, weil die müssen ja erkennen als Soldier. Geschütze auffahren! Der Feind hat einen Soldaten besiegt! Volle Feuerkraft! Jetzt sagen sie es zumindest, okay. Weil es müsste ja durchaus eine Erwähnung wert sein. Und das ist jetzt offenbar auch. Das ist in Ordnung. Auch wenn da ruhig mehr gesagt werden dürfte. Der ist verrückt. Wir sehen uns am nächsten Zwischenstopp wieder. Also tu mir den Gefallen und stirb nicht zu früh. Die ganzen Leute stehen bloß rum und gucken zu, ist auch merkwürdig. Ist sie jetzt bei Shinra oder ist der einfach nur auch eine Art Söldner? Schrägstrich Ex-Soldat. Okay. Schon bekloppt. Ja. Und dann weiter. Verdammt! Jetzt kommt Jesse. Die ganzen normalen Typen sind alle weg jetzt. Rückzug. Ja. Ich bin jetzt kaputt, weil. Mensch! Hey Cloud! Jetzt oder nie! Jetzt oder nie was? Warum hat sie jetzt davor geschmissen? Warum gehen die alle kaputt? Was ist denn das? Muss ja Jesse sein, aber ich sehe nicht. Waffen runter! Oh. Wir sind's! Okay. Konntet's wohl nicht lassen, was? Ja, wohl auch nicht. Ist das die Original-Avalanche-Gruppe, von der gesprochen wurde? Los! Okay. Wedge, passiert nichts. Habe eher Angst, dass man dich entdeckt. Du meinst, die haben mich gerade nicht gesehen? Wer sind die? Alte Bekannte. Eine andere Avalanche-Zelle. Es ist schon ein ziemlich konservativer Haufen. Na, aber das ist Schnee von gestern. Diese dämlichen Säcke gehen mir am Arsch vorbei. Sorry. Okay. Interessant auf jeden Fall. Was haben die hier zu suchen? Gute Frage. Dafür, dass sie uns für zu militant halten, sind sie jedenfalls ganz schön schwer bewaffnet. Sie haben sich angeblich mit Wutai verbündet, um sämtliche Materia aus Midgar zu stehlen. Okay. Fragt sich bloß, warum? Wutai, nicht Wutai, wie es aussprechen würde, aber ist okay. Der Krieg scheint jedenfalls noch zu laufen, wenn es nach den anderen geht. Okay, dann war's das hier wohl. Kehren wir zurück zum Treffpunkt. Und Wedge bleibt jetzt einfach bei denen da und ich meine, schön, dass ihm nichts passiert, aber wie kommt er jetzt zurück und alles? Und wo ist Jesse? Ziemlich viele Schaulustige. Und Verstärkung von Shinra. Und das auch noch. Ach, mein Bauch. Okay. Willst du Wedge einfach zurücklassen? Ja, er eben. Er nicht gern, wenn man sich seinetwegen Umstände macht. Wieso das denn? Das kann jemand wie du nicht verstehen. Kann aber sein. Ich sag ihm, dass du dich um ihn gesorgt hast. Ich hätte einfach rüberspringen können eigentlich. Aufgrund des Alarms Unruhe ausgebrochen. Sag ja bloß. Korps A hält ja Ausschau nach den Verdächtigen. Korps B übernimmt die Straßensperren und sorgt für Ruhe unter den Bürgern. Ganz unauffällig abgehauen hier. Hey, hier drüben. Die hat es überholt. Wie das? Wäre ein schwerer Schlag für Shinra. Alle auf ihre Position. Jawohl. Fehlalarm gehandelt hat. Wäre das nicht etwas dezenter gegangen? Ich hab nichts gemacht. Naja,
Mein Ziel habe ich erreicht. Ich bin nicht schuld. Ist Wedge. Wedge! Das war knapp. Wie hat er da hingekommen? Wie hat er... Also, ein bisschen verwirrt ist das schon. Alles klar. War ja mal wieder klar. Eine Kugel gefressen? War, glaube ich, ein Streifschuss. Mein Bohrer! Der Hundebiss. Zeig mal. Was habt ihr hier vor? Sieht fies aus. Fühlt sich auch so an. Das war doch kein Streifschuss. Das Projektil hat lediglich den Hosenboden versenkt. Du hast bloß eine Verbrennung. Eine leichte dazu. Du hast vom Hund gebissen, dachte ich. Mir ist ganz flau im Magen. Hey, du kannst ja lachen. Los jetzt. Worauf wartet ihr? Zu Befehl! Aber schon auffällig und ein bisschen merkwürdig, dass sie halt alle diesen anime-typischen Redefluss haben, also den japanischen. Das merkst du ja bei den ganzen Pausen sehr, sehr stark. Oh Mann, das wollte ich schon lange mal ausprobieren. Was ein bisschen befremdlich wirkt. Weil andere Spiele das ja auch kennen, die aus Japan kommen, wo es dann doch fließender ist irgendwie. Schon, wie gesagt, ein bisschen merkwürdig. Aber ist nicht so schlimm. Ist halt nur gewöhnungsbedürftig. Zumal es bei Cloud auch bislang ganz gut funktioniert. Und schon weiß, komisch, die anderen, dass wir bei unserem Einsatz Komisch in die alte Avalanche. Aber er spricht ja auch weniger. War das ein Zufall? Zur Durchführung einer Sicherheitskontrolle wurde eine Ausgangssperre verhängt. Bitte begeben Sie sich in Ihre Häuser zurück. Die Planung ist schon schwer genug, ohne dass Sie dazwischen kommen. Okay. Was? War das ein weiterer Anschlag? Ich fall gar nicht auf, die mit so einem fetten Schwert. Und die mit ihren Knarren da. Ich dachte, wie Angriff war, aber ist egal. Wir gehen dann mal, ne? Unauffällig weiter und so. Alter, ich nehme schon 2 Stunden auf und 16 Minuten. Hammer gut. Ich hab ewig nicht so lange aufgenommen. Ich glaube, das ist bei Witcher 3 tatsächlich. Ah, geiles Spiel. Aber ich hab's ja auch gehabt von der Zeit. Ich würde aber trotzdem gleich pausieren. Hier lang. Jetzt kann uns nichts mehr passieren. Bringen wir die Sequenz hier noch hinter uns und dann. Das werdet ihr schon noch sehen. Dann ist Pause. Okay. Wollen wir es hoffen? Hoffentlich geht es deinem Vater bald wieder. Hey, Klappe halten. Wie? Cloud meinte nur, er hätte auch gern Pizza gegessen. Nicht? Ja. Wie bitte? Das soll Cloud gesagt haben? Aber hätte er ist wirklich auch nur gern. Mensch. Bei einer Midgar-Spezial wird jeder schwach. Echt? Ja. Echt? Na, dann muss ich wohl die Ärmel hochkrempeln und Teig kneten. Ich freu mich schon drauf. Na, und ich erst. Echt? Puh. Na gut, meinetwegen. Ach, hier ist noch was. Alles ohne Items, was ist denn da los? Wo sind wir hier jetzt? Ach, noch mehr Sachen. Ich finde das also total cool und gut gemacht. So, ne? Es ist halt natürlich ein bisschen anders. Von hier aus sieht das schon eher aus, wie das schöne Hauptquartier tatsächlich, was ich so im Kopf habe. Was haben wir Schönes? Wieder... Oh! Wichtige, gute, tolle Materia. Rüsten wir direkt aus, damit sie gelevelt wird. Hier. Bevor ich das irgendwann vergesse. Ausrüstung, Materia. Lalalala. Lalalala. Was haben wir jetzt mal gehabt? Glut hat er tiefer, Frost hat auch... Ja, so nehmen wir das raus, oder? Nee, dann doch eher Glut. Oder Frost. Mal 30. Wir nehmen das, wo weniger drauf ist. Und tauschen es aus gegen... Oh, guck einer an. Gibt einen dicken, fetten Bonus oben drauf für alles. Wahrscheinlich, weil es einfach eine andere... Kategorie ist, ne? Neuer Zauber. Wiederbelebungszeug und kein Angriffszeug. Ist ein bisschen komisch geregelt irgendwie, wie das hier so mit den Statuswerten dazu und nicht ist. Aber ja gut, ist halt dann so. Zack. Passt. So, liebe Leute, aber das soll es für heute gewesen sein von dem wahrscheinlich besten Spiel der Welt. Teil 1 zumindest vom besten Spiel der Welt. Und dann sehen wir uns demnächst wieder bei Final Fantasy VII Remake. Bis dahin, gehabt euch wohl. Ciao.